Wie sieht heutzutage ein modernes System um die Wärmepumpe aus? Wir haben auf der einen Seite die Versorgung mit Photovoltaik und einem Batteriespeichersystem. Auf der anderen Seite haben wir die Netzversorgung. Die Wärmepumpe liefert die Wärmeenergie, die in den Pufferspeicher abgegeben wird. Ich möchte jetzt gerne in diesem Video zeigen, wie man mit Smart Grid die Kapazität des elektrischen Speichers durch die Pufferspeicherkapazität noch wesentlich vergrößern kann. Man will also auf die Weise noch mehr Energie speichern. Wie ist der Ablauf bei einem gekoppelten System? Tagsüber wird die Heizung über die Photovoltaik mit Strom versorgt. Nachts muss natürlich das Netz einspringen. Die Photovoltaik liefert keinen Strom. Dann beginnt wieder der nächste Zyklus. Die Photovoltaik steigt wieder mit ein. Nachts muss wieder die Heizung übernehmen. Haben wir jetzt zusätzlich noch eine Batterie mit an Bord, dann sieht das Spielchen etwas anders aus. Tagsüber greift wieder die Heizung über die Photovoltaik. Dann, solange noch etwas in der Batterie ist, versorgt die Batterie zusätzlich die Wärmepumpe mit Strom. Dann, wenn die Batterie leer ist, muss wieder das Netz übernehmen. Das Ganze wiederholt sich wieder, es greift wieder die Batterie und zum Schluss muss wieder das Netz übernehmen. Wir haben in unserem System also zwei Speichermedien zur Verfügung. Zum ersten ist hier der elektrische Speicher. Der elektrische Speicher speichert elektrische Energie, liegt in der Größenordnung typischerweise von 10 Kilowattstunden, manchmal mehr, manchmal weniger. Der Speicher ist recht teuer, hat natürlich auch exklusive Rohstoffe wie Lithium und andere Metalle oder Materialien. Es gibt noch einen zweiten Puffer, das ist der Wasserpuffer. Der Wasserpuffer speichert wesentlich mehr Energie. Wasser ist da ein guter Wärmespeicher. Wenn ich 1000 Liter Wasser um 1 Grad erwärme, dann entspricht das ungefähr Energiemenge von einer Kilowattstunde. Wenn ich jetzt diese 1000 Liter um 30 Grad erwärme, dann entspricht das 30 Kilowattstunden. Wenn man das jetzt hier vergleicht, dann liegt der Wasserpuffer mindestens im Faktor 3 bis 4, vielleicht sogar 5 über der Speicherkapazität des Lithium-Akkus. Jetzt kommt das Zauberwort hier mit ins Spiel, nämlich den Überschuss zu nützen, der tagsüber entsteht. Diesen Überschuss nütze ich mit Smart Grid. Eine Wärmepumpe, die Smart Grid fähig ist, hat die Möglichkeit, solaren Überschuss zu nutzen und verstärkt in den Heizwasserpuffer zu schicken. Verstärkt heißt, die elektrische Leistung wird um die Leistungszahl der Wärmepumpe verstärkt. Bei mir sind es immerhin Faktor 6. Schauen wir uns wieder unseren Zyklus an, den Tages- und Nachtzyklus. Zunächst am Tag läuft die Heizung wieder über die Photovoltaik. Dann nützen wir den Überschuss, der im Wasser steckt, und erst danach greifen wir auf den Rest zu, der noch in der Batterie ist. Und danach, wenn alles verbraucht ist, geht es wieder weiter mit dem Netz. Am nächsten Tag beginnt das Gleiche wieder. Das heißt, zuerst läuft die Heizung über die Photovoltaik. Dann nützen wir die Wärme, die Überschusswärme, die im Wasser ist. Als nächstes greift die Batterie und dann wieder beim Netz. Insgesamt hat sich die Netzlaufzeit aber deutlich verkürzt. Das ist keine Theorie. Ich zeige das hier an meinem System vom 17. Februar 2023. Hier in diesem Zeitraum ab 12 Uhr passiert genau diese Überschussladung. Das heißt, jetzt wird der Pufferspeicher, der Wasserpufferspeicher geladen. Die Energie fließt nicht in den elektrischen Speicher, sondern geht direkt ins Wasser. Dazu wird sie jetzt über die Leistungszahl der Wärmepumpe mit dem Faktor 6 verstärkt. Danach, wenn dieser Pufferspeicher geladen ist, läuft die Heizung hier komplett, man sieht es, läuft komplett jetzt auf dem Wasser. Das Ganze geht bis 20 Uhr. Die Zeit dazwischen kann ich jetzt nutzen, während die Heizung aus dem Wasserpufferspeicher betrieben wird, um zum Beispiel ein Elektroauto zu laden. Was muss gegeben sein, damit der Überschuss der Photovoltaikanlage auch wirklich genutzt werden kann? Dazu müssen sich Wechselrichter und Wärmepumpe unterhalten können. Typischerweise gibt es Bussysteme wie den Modbus. Auf der anderen Seite muss die Wärmepumpe Smart Grid fähig sein. Das heißt, sie muss verstehen können, dass auf der Wechselrichterseite ein Überschuss da ist. Wenn das gegeben ist und es ist ein Überschuss da auf der Photovoltaikseite,
Dann kann die Wärmepumpe die Temperatur in Pufferspeichern anheben oder auch die Temperatur im Hausvorlauf mit anheben, sodass auch das Haus selbst oder die Wohnung als Speicher wirkt. Vielleicht mal hier im konkreten Fall an einer Wismar Vitokal 200G. Wie sieht denn Smart Grid überhaupt aus? Ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Es gibt einen potenziellen freien Kontakt, also im Prinzip einen Eingang. Und wenn da eine Spannung anliegt, dann läuft die Wärmepumpe und so lange, bis voreingestellte Werte erreicht sind. Zum Beispiel, um den Warmwasserpuffer zu erhöhen oder die Temperatur des Heizungspuffers zu erhöhen oder die Temperatur des Heizungsvorlaufs zu erhöhen. Also mein Tipp, wenn ihr eine neue Anlage baut, bei der Photovoltaik und Wärmepumpe gekoppelt sind, schaut euch das Thema Smart Grid an. Ihr habt damit einen viel größeren Puffer zur Verfügung als der elektrische Puffer. Auf diese Weise könnt ihr praktisch die Energie der Sonne noch wesentlich länger nutzen und müsst weniger Netzenergie beziehen.